Sehr und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Arminia Bielefeld Karrieremodus in FIFA 16. Wir sind wieder am Start und heute geht es gegen Heidenheim und im zweiten Spiel haben wir auch eine richtig interessante Paarung. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst den Daumen nach oben ruhig mal da, ist eine großartige Unterstützung und würde ich mich extrem drüber freuen. Wir machen natürlich mal wieder Training mit unseren Leihspielern und unseren Stammspielern, denn die wollen wir natürlich im Idealfall so weit pushen, wie es geht. So, Kusundberg ist mittlerweile ja auch wieder fit, wird auch in dieser Episode mal wieder eingesetzt werden. Er ist wieder, was die Form angeht, besser und von daher hat er mal wieder die Chance verdient. Allerdings macht sich ja auch unser anderer Innenverteidiger Duo relativ gut mit beispielsweise Pereira oder Diessen auf der 6 und dann Christensen an der Seite von Börner. Also mal schauen, wie sich das so entwickeln wird, aber an sich haben wir da natürlich viel Spielraum. Der Like wäre übrigens insofern berechtigt, dass diese Episode relativ cool ist. Ihr seht am Titel, das Spiel gegen Heidenheim wird richtig interessant, kann ich dazu nur sagen. Also, wenn euch das gerade gefällt, auf jeden Fall den Daumen da lassen. Die größte Unterstützung, das Einfachste für euch, einfach mal eben einen Klick zu machen. So, wir sind momentan immer noch Tabellenführer bei Bundesliga 2, wollte ich gerade sagen, oder in Bundesliga 2, was natürlich für uns insofern super ist, dass wir von den Abstiegsrängen ganz weit weg sind. Was nicht so schön ist, Gold ist angestanden, das heißt, der wird diese Episode zunächst einmal auf der Bank sitzen. Diessen, der wird auf der 10 spielen. Ich glaube, genau, da machen wir das hier. Soko Sundberg geht nämlich raus. Und dafür kommt eben Pereira auf 6 und auf der linke Seite stellen wir Araujo und ich dachte ehrlich gesagt auch Afane auf rechts, genau, so war's. Sieht auf jeden Fall an sich ganz stark aus. Ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Jetzt geht's ins Spiel gegen Heidenheim. Ich wünsche euch viel Spaß. Zwei ehemalige Drittliges nebeneinander. Auf geht's. Arminia Bielefeld zu Gast beim ersten Fußballclub Heidenheim von 1846 und die Arminia reiste als Tabellenführer in den Süden Deutschlands, wollte ganz gerne mit 3 Punkten auf die Alm zurückkehren und das taten sie ohne ihren momentanen Topspieler, ohne ihren Star, ohne Ryan Gold. Der hatte sich unter der Woche verletzt beim letzten Spiel und beim Training war das Ganze dann noch weiter ausgebrochen, dementsprechend er heute nicht mit von der Partie. Bei Heidenheim im Tor Zimmermann davor, Philipp Göhlert, Kraus und Falk, Griesbeck und Teuerkauf auf der 6, davor Ben Hallo und Marc Schnatterer und vorne im Sturm Daniel Fran und Andreas Vogelsammer. An sich eine nicht schlechte Aufstellung. Heidenheim steht auch in der Tabelle gar nicht mal so schlecht. Da Bielefeld aber natürlich deutlich besser. Hesel, Dick, Christensen, Börner und Schuppan in der Defensive. Eine kleine Änderung. Soko Sundberg nur auf der Bank. Auf der 6. dann Pereira, rechts Hämlein, links Afane, davor Diessen, Bart Finne und Melvin Lorenzen. Araujo saß nur auf der Bank, genauso wie Dennis Mast. Hatte man nicht so erwartet, aber es war nun mal der Fall. Die Defensive heute verhindert, wie gesagt, Christensen schon für Soko Sundberg drin. Pereira dafür auf der 6. Trotzdem noch mit 10 Gegentoren die beste Defensive der Liga, das sollte im Idealfall heute genauso bleiben und in der Anfangsphase spielte Heidenheim das Ganze sehr, sehr riskant, denn sie spielten auf sehr viel Ballbesitz und verloren den auch nicht. Allerdings, wenn sie dann mal in die gegnerische Hälfte kamen, hatten sie nicht so wirklich einen Plan und das wurde ihnen direkt mal mehr oder weniger zum Verhängnis. Hier haben wir Fran, der mit dem Ball auf Vogelsammer, Doppelpass und der Ballverlust und dann spielt Bielefeld erstmals nach vorne und das gleich richtig schnell über Dick und über Afane und da ist Tim Diessen, der Rückkehrer in die Startelf, der ehemalige 96er mit dem 1:0, 11. Spiel Minute, die erste Chance für die Arminia und direkt der Führungstreffer für die Männer. Von daher ein wunderbarer Lauf von Tim Diessen und der trifft zum ersten Mal für seinen neuen Arbeitgeber. Klasse, auf jeden Fall gekontert. Arminia erfahren im genau richtigen Moment mit dem Pass und Diessen ist dann eisekalt vom Tor, hätte querspielen können, macht's alleine und macht nach seiner langen Verletzungspause direkt sein erstes Tor für seinen neuen Club. Ist natürlich auch gerade fürs Ego sehr, sehr wichtig und er freut sich hier natürlich ganz besonders über diesen Treffer. Es ging weiter mit der Arminia, allerdings kam dann irgendwann mal Heidenheim ein bisschen aktiver nach vorne über Marc Schnatterer und hatte sogar seine erste Chance nach knapp 20 Minuten. Das ist Teuerkauf, der flankt in die Mitte und da sehen sie ganz schnell aus, Vogelsammer gegen den Pfosten, das wäre fast der Ausgleich gewesen. Hesel stand auch nicht gerade gut auf seiner Linie, aber es blieb beim 0:1 aus Sicht der Heidenheimer, die es zwar versuchten, aber nicht so wirklich gefährlich wurden. Das war nach knapp 23 Minuten das Gefährlichste neben dem Kopfball und im Gegenangriff sah das Ganze deutlich besser aus. Wieder ein schneller Konter über Tim Diessen, der leitet das ein auf Melvin Lorenzen und der ist sehr, sehr schnell. Die Leiger vom SV Werder Bremen spielt den Ball in den Rückraum und da ist wieder Diessen, aber der Abschluss kommt nicht zustande, geblockt von der Defensivkraft des FC Heidenheim. Es ging weiter über, natürlich die Außenposition und zwar bei Arminia Bielefeld. Erfahren holt sich hier den Ball, die Flanke auf Lorenzen und diesmal ist Zimmermann da. Der Abschluss des deutschen Engländers nicht präzise genug mit dem schwachen linken Fuß. Danach war Halbzeit 0:1 aus Sicht von Heidenheim. Es lief noch nicht so sonderlich gut. Die mitgereisten Fans der Arminia natürlich sehr weit oben auf.
von Bart Finne. Hatte man im ersten Durchgang noch nicht viel gesehen von Lorenzen, abgesehen von dieser einen Chance und dem einen Lauf mit dem Pass auf Dirksen auch nicht viel. Aber es reichte halt und die Arminia war das bessere Team. Konnte sich so ein bisschen hinten reinschauen und in der zweiten Halbzeit wurde das nicht viel anders, denn sie spielten aktiver nach vorne und waren das Team, das die Chancen hatte. Wir springen einfach mal rein und gucken uns einen Wechsel an auf Seiten von ja, Heidenheim. Und zwar kommt da Griesebeck für, Tisch Rivero kommt für Griesebeck und auf der anderen Seite kommt Ryan Gold für Andreas Pereira. Der stand, wie gesagt, nicht in der Startelf, war auf der Bank, wurde angeschlagen, eingewechselt, aber er machte gleich mal den Unterschied, den wir ja von Ryan Gold ebenso gut kennen. Er ist einfach momentan eventuell der beste Spieler in Liga 2, die Leihgabe von Sporting Lissabon, das ewige Talent, beziehungsweise das riesige Talent, ehemals vom FC Celtic. Und jetzt, ja, schauen wir mal auf die nächste Szene, natürlich nicht Celtic, sondern dann die United, und wir schauen auf Ryan Gold mit dem Ball auf Lorenzen. Das wäre fast das 2:0 gewesen. Er zeigt direkt seine Qualität mit diesem wunderbaren Pass. Es blieb allerdings, ja, bei 0:1 passierte nicht mehr viel. Dann kam Robert Leipertz für Ben Halloran. Das heißt, Heidenheim warf nochmal ein bisschen was nach vorne. Bis zu diesem Zeitpunkt, auch Bielefeld wechselte, Nöte kam unter anderem rein. Bis zu diesem Zeitpunkt in Halbzeit 2 kein Torschuss von Heidenheim. Und dann spielten sie mal schnell und Bielefeld passte nicht auf. Schuppern seine Position vernachlässigt. Die Flanke in die Mitte, da steht Fran, 1:1. 87. Minute, Florian Dick steht nicht genug bei seinem Mann. Nicht nah genug bei seinem Mann. Und der köpft ein, ohne Chance, bleibt da Hese. Das war ganz, ganz schwach verteidigt. Schuppern rückt hier raus, lässt seinem Mann die komplette Bahn und der flankt in die Mitte und da steht dann Fran, setzt sich durch gegen Dick, der nicht gut steht und es steht plötzlich 1:1. Total unverdient, total überraschend. Allerdings gab sich Bielefeld nicht auf und wir springen in die 90. Minute. Nochmal ein Freischuss nach einem unnötigen Foul gegen Bart Finne im Mittelfeld. Das Ganze reingebracht in die Mitte von Hämlein und am Ende am zweiten Pfosten steht Araujo, das Ding rausgeköpft, kommt aber nochmal zu Nöte, eingewechselt, legt zurück auf Araujo, ebenfalls eingewechselt und das ist Julian Börner. Der schießt, der wird abgeblockt, der macht aber trotzdem das 2:1. 91. Minute, der erneute Führungstreffer für die Arminia und wieder ist es Börner. Das dritte Saisontor für den Innenverteidiger und das zweite Mal mit dem Fuß, einmal mit nach vorne gestürmt, das Tor gemacht und hier, ja, da zwingt er ihn auch rein, scheitert zunächst noch an der Defensive und dann sieht Zimmermann nicht gut aus, in seiner Torwart-Ecke geschlagen und Julian Börner macht sein drittes Saisontor für die Arminia aus Bielefeld und bringt damit den Sieg für den Tabellenführer. Es war die letzte Aktion der Partie, die Arminia kassiert in der Schlussphase quasi den Ausgleichstreffer, ist total am Boden und dann kommt ein Standard und ausgerechnet der Innenverteidiger, der auch nicht sonderlich gut aussah in der Situation, macht dann das 2:1 für die Spitzenreiter der zweiten Bundesliga. Die bleiben damit weiterhin oben, weiterhin mit einer unfassbaren Serie an Punkten und wenn das so weitergeht, dann muss man sich wirklich fragen, was in 2 Wochen im Pokal gegen die Hertha aus Berlin passiert. Zunächst einmal geht es in der nächsten Woche gegen Sandhausen. Bei Heidenheim läuft das Ganze nicht so gut. Das Tor von Fran reichte nicht. Da muss man sich überlegen, was da schief lief. Eigentlich sah es gut aus am Ende. Und dann haben sie doch noch verloren. 1:2 zwischen Heidenheim und Bielefeld. Das war ein Herzschlagfinale, aber es war ein geiles Finale. Muss ich auch sagen, hat Spaß gemacht, das zu spielen. Natürlich bitter, dass sie mit ihrem einzigen Angriff plötzlich so One-Touch-Football extrem geil spielen. Schuppern da doof steht, die Flanke dann kommt und Dick halt absolut überhaupt keinen Anstalten macht, da irgendwie mal in den Zweikampf zu gehen. Aber gut, wenn du dann halt den Freischuss irgendwie noch rausholst und tatsächlich noch den Siegtreffer machst durch Börner, der schon wieder erfolgreich ist, der hat sich ja irgendwann mal nach vorne geschlichen und hat dann mit dem Fuß das Tor gemacht. Das war schon ziemlich geil und dieses Mal, ja, hat mir das auch sehr, sehr gut gefallen. Was ich übrigens mal ganz interessant fände, ich glaube, das habe ich letztens mal schon angesprochen, weiß ich gerade gar nicht so aus dem Kopf, wäre, oder es kann auch sein, dass ich bei Newcastle gemacht habe, wäre ein Karrieremodus, stell dir das mal vor, ein Karrieremodus, wo man nichts darüber weiß, was passiert und es erst in den Spielen sieht, wo man wirklich nichts sieht, was im Büro ist, nichts von den Trainings und so, sondern nur die Spiele und wo man auch immer Spiele erst erfährt, ob ein Wechsel zustande gekommen ist und so weiter und so fort. Da könnt ihr mir auch hier mal in die Kommentare schreiben, ich habe es definitiv im Newcastle-Karrieremodus angesprochen, nicht hier. Könnt ihr mir da mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. An sich finde ich das mega interessant, weil es halt so ein bisschen noch realistischer ist, als ob man wirklich einfach nur Bundesliga gucken würde, Woche für Woche. Und sich eventuell nicht so über Sky Sport News oder so informieren würde und die Wechsel gar nicht mitbekäme. Und aber würde ich jetzt auf dem Platz das Ganze erfährt, das macht die Spannung nochmal irgendwie interessanter, finde ich zumindest. Würde ich mir gerne angucken, aber gut, vielleicht mache ich es irgendwann mal selber. Momentan geht es so weiter, wie es ist. Und wir spielen jetzt gegen Sandhausen, wollen wieder 3 Punkte holen. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns gleich hoffentlich mit denen wieder. Der SV Sandhausen zu Gast bei der Arminia aus Bielefeld, Tabellenführer unter der Woche mit einem sehr, sehr glücklichen Sieg, einem Last-Minute-Sieg gegen den FC Heidenheim und heute wollte man gegen den Sportverein weiter nachlegen und weitere 3 Punkte holen. Ja, auf der einen Seite Budabu, der momentan erfolgreichste Torschütze bei den Sandhausen, auf der anderen Seite das Sturmduo, ja, mit Melvin Lorenzen und Bart Finne wieder mal vereint und wir gucken uns zunächst einmal die Aufstellung von Bielefeld an. Da gab es eine Änderung und zwar Hesel im Kasten, davor Striffler und Soko Sundbeck, der war unter der Woche noch rausgenommen worden, jetzt spielt er wieder.
Meter, Börner dann und Schuppern auf der 6, Andreas Christensen, dann Lamina Fahne, Ryan Gold auf links zurück in den Kader, zurückgekehrt in die Startelf und naja, die ist noch auf der 10, davor dann halt das Sturmduo Finne und Lorenzen. Knaller, Klingmann, Seiger, Schuld und Packerada in der Defensive beim SV Sandhausen, davor dann Kratz und unter anderem in der Sturmspitze eben Budabu, dahinter noch Andreas Wuten unter anderem und Jakob Kosecki, also alles andere als schlecht, der Spieler im Fokus momentan, der Torschützenkönig bzw. der Führende der Torschützenliste der zweiten Bundesliga, Melvin Lorenzen, hat jetzt die letzten Spiele nicht mehr so viel Impact gezeigt, muss heute eventuell mal wieder kommen, wir sind gespannt, was in dieser Partie so ging. Wir springen rein, der Anstoß auf Seiten von Sandhausen und es passierte in der Anfangsphase genau das gleiche wie gegen Heidenheim, denn Sandhausen hatte sehr, sehr viel Ballbesitz, allerdings kamen sie nicht so wirklich gefährlich nach vorne, das sah bei der Arminia deutlich besser aus, wenn sie mal am Ball waren, da kommt der lange Ball auf Amina Afane, der spielt zurück aufs Triffler, der sehr aktiv war in der Anfangsphase, allgemein ging bei der Arminia extrem viel über die rechte Seite, allerdings dann der Ballverlust und Sandhausen kommt mal nach vorne, allerdings wird das Ganze auch hier gleich wieder, ja, relativ ungefährlich, denn der Abschluss hier, naja, kann man auf jeden Fall besser machen. Danach kam die Amina so ein bisschen raus aus ihrem Mauseloch und wurde stärker über Amina Afano und über Striffler, die auf der rechten Seite richtig Alarm machten. Finne setzt sich hier mal durch gegen Schuld, natürlich auch über die rechte Seite und der Ball in den Rückraum findet den erwähnten Striffler, spielt Rechtsverteidiger und ist hier im 16er leider nicht erfolgreich, wird abgeblockt in seinem ersten Spiel seit Ewigkeit mal wieder in der Startelf nach der schlechten Leistung von Dick in den Kader berufen. Und wie gesagt, der machte Alarm zusammen mit Afane, der auffälligste Spieler auf dem Platz war. Der Linksfuß der Schwede versucht hier mal das Ganze aber abgelockt und Lorenzen kann im letzten Moment nicht mehr dazwischen grätschen. Das wäre sonst eventuell das 1-0 gewesen. Weiter ging es über Striffler, der wollte dann auch mal wieder zeigen, was er kann, setzt sich hier an sich durch, wird gefoult und es gibt einen Freistoß aus rechter Position. Der Rechtsverteidiger, der noch relativ jung ist, der kann sich noch entwickeln, sagt Trainer MGT. Dementsprechend hat er den Vorzug gehalten vor Florian Dick, der in den letzten Wochen nicht so stark gespielt hat. Er holte den Freistoß raus und Standardspezialist Dick ist halt nicht da, aber Afane kann das auch. Und er kann es sowohl per Flanke als auch direkt. Und in der Situation hier versucht er es einfach mal direkt und das war gar nicht mal so schlecht. Das Außennetz verhindert im Endeffekt hier das 0-1 für Sandhausen nach knapp 37 Minuten. Wir sehen in der Wiederholung, das war ordentlich knapp und jetzt wurde die Arminia immer gefährlicher und kam immer besser nach vorne. Das ist Afane mit dem langen Ball auf Melvin Lorenzen, gerade angesprochen, der muss mal wieder treffen. Setzt sich hier auch klasse durch, diese klasse Bewegung mal wieder von ihm mit seinem anderen, mit seiner Schnelligkeit, der Schuss dann aber gehalten. Eine wunderbare Parade von Knaller und dementsprechend weiterhin 0-0 in der 45. Minute. Dann der Eckball von Tim Diersen und der kommt wieder mal auf den auffälligsten Spieler, auf Amina Afane und der rutscht durch alle durch. Am Endeffekt ist Knaller da, lässt sich da nicht mehr verunsichern und dementsprechend geht es mit einem 0-0 in die Halbzeit. Die Arminia war das bessere Team, Sandhausen hielt aber gut dagegen, hatte selber keine Torchancen. Jedoch standen sie defensiv solide. Außer dem einen Schuss von Lorenzen, der wirklich gefährlich war und dem Freistoß von Afane, passierte da nicht so wirklich viel. Und in Halbzeit 2 musste sich Bielefeld was überlegen, wenn sie dann hier vor heimischem Publikum noch irgendwie die 3 Punkte an die Tabellenspitze mitnehmen wollten. Denn momentan sieht das sehr, sehr gut aus. Trotzdem sind 3 Punkte natürlich wichtig. Wir springen rein in Durchgang 2 und da gab es einen Wechsel. Und zwar auf Seiten der Arminia. Die Bad Finne ging raus. Dafür kam Alexis Araujo in die Partie. Das hieß, dass Ryan Gold vom linken Mittelfeld in die Sturmspitze rückte. Normalerweise nicht die Position der Schotten. Allerdings sollte das seinen Effekt haben. MGT bewies ein richtig glückliches Wechselhändchen. Denn wir springen in die nächste Situation. Araujo kommt hier auf den Platz der Argentinier, geliehen vom LOSC. Und auch der hatte seinen Anteil. Der Einwurf nämlich auf seiner Seite und dann kommt Christensen, verliert zunächst einmal den Ball, erobert sich den hier aber klasse wieder mit seiner ganzen Körperstärke. Der junge Däne spielt in die Spitze, da ist Tim Diersen und der legt einfach nochmal weiter und zwar auf Ryan Gold und der macht das 1-0. 73. Minute, die erste Aktion in der Sturmspitze von Gold, war auf der linken Seite abgetaucht, war unauffällig, ist halt nicht seine Lieblingsposition. Die Lieblingsposition liegt auf der 10, da spielt momentan Diersen und der spielt diesen klasse Pass auf den Schotten und der macht das 1-0. Das war hochverdient zu diesem Zeitpunkt, allerdings hatten sie halt nicht aufs Tor geschossen und der erste Torschuss in der zweiten Halbzeit saß dann und dementsprechend ja endlich die Führung für die Arminia und die 3 Punkte im Sack, Fragezeichen? Nein, denn jetzt wacht Sandhausen auf und versucht es nochmal nach vorne, das ist der Ball auf Wuten, der setzt sich da gut durch an sich, kriegt den Ball auch gleich nochmal wieder, nein, das ist Kratz und Kratz versucht aus der Distanz, allerdings über die Latte und dementsprechend muss da natürlich Wolfgang Hese nicht mal eingreifen. 90. Minute nochmal ein Ball nach vorne, aber der Abpfiff und dementsprechend der Sieg für die Arminia. Bielefeld gewinnt zum x-ten Mal in dieser Saison mit einem Tor Vorsprung. Sie sind Minimalisten, aber sie kassieren wieder kein Gegentor und das ist die große Stärke der Arminia. Die Defensive steht und wenn das so weitergeht, dann kann es nur positiv laufen, denn momentan ist man Tabellenführer und das wird man nach aktuellem Stand der Dinge halt einfach auch bleiben. Ryan Gold nach seiner Einwechslung bzw. nach seinem Wechsel in die Sturmspitze mit dem Tor des Tages und mit einer guten Leistung. Man wird ihn vermissen, wenn er wieder zurückgeht zu Sporting Lissabon. Man redet über einen Kauf. Ob das realisierbar ist, werden wir sehen. Arminia Bielefeld gewinnt zu Hause gegen den SV Sandhausen mit 1-0. So, Freunde,
Ich bin so außer Atem. Ich weiß, ihr wollt nicht, dass ich so schnell rede, aber ich krieg's einfach nicht in dieses Video, wenn ich nicht einigermaßen schnell rede. Und ich denke mal, ich spreche so deutlich, dass ihr verstehen könnt. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, dann muss ich daran arbeiten. Aber wir kriegen auf jeden Fall irgendwas hin. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und naja, nächste Woche geht's dann gegen Hertha BSC Berlin. Bis dann, haut rein und ciao. Dann haut rein und ciao. Dann haut